Moin Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Und weiter machen wir wieder mit der Kadisaak von Del Prado. Es fehlt ja noch ein Teil Erstbeplankung. Und da habe ich mal versucht vorzuschauen und habe dann gesehen, dass in Ausgabe 24, 26 und 28 die Beplankung beschreibt. Das heißt, 25 und 27 wird dann in einem nächsten Schritt wieder wiederholt. Und ich möchte erstmal die Erstbeplankung fertig machen, dass quasi der Rumpf geschlossen ist. Wir gucken mal rein, was wir in den einzelnen Ausgaben haben. Und zwar in Ausgabe 24 haben wir dann wieder die 5 x 1,5 mm Leisten für die Beplankung mit den dazugehörigen Nägeln. Dann hier die Bauanleitung. So, die hat auch schon ein bisschen gelitten, ist wohl schon mal feucht geworden. Die dann beschreibt, wie die Beplankung weitergemacht wird. So, das Heft ist unbrauchbar, weil feucht geworden. So, dann kommen wir zur Ausgabe 26. Auch hier wieder die Leisten mit den dazugehörigen Nägeln. Beschreibung Rumpf 24. Auch hier zu sehen, dass es mit der Rumpfbeplankung weitergeht. Und im Heft, ja, weiter nichts Besonderes. Hier mal die Kadisaak zu sehen. In Greenwich, in diesem Trockendock, ohne dass hier eingehaust ist. Heutzutage ist das ja, ist das Dock ja überdacht, dass man sozusagen oben nur aufs Deck gehen kann und so von außen dann nach unten reingehen kann. So, dann haben wir noch die Ausgabe 28, auch hier wieder die Leisten und natürlich ein Tütchen Nägel. Baubeschreibung zur Fertigstellung dann der Erstbeplankung. Hier kann man dann schön sehen, dass hier auch im hinteren Bereich das noch offen bleibt. Und so weiter im Heft nichts Besonderes. Ja, dann werde ich jetzt beginnen, den Rest zu schließen. Und weiß ich nicht, ob dann auch schon beschrieben wird, dass die Beplankung geschliffen wird und gespachtelt wird. Aber das lese ich mir dann her durch, wenn das soweit ist. Also, lasst uns starten. Ja, wo die Steuerbordseite nun schon fertig ist, kommt jetzt hier die letzte Planke auf der Backbordseite.
natürlich nochmal mit einem Nagel abgesichert. Jetzt warte ich, bis der Leim getrocknet ist, dann werden die Nägel gezogen und das Ganze einmal übergeschliffen. Ja, so ein bisschen rüber geschliffen habe ich dann auch schon einmal. Das ist natürlich noch lange nicht perfekt, dafür braucht man natürlich viel, viel länger. Ein, zwei Spachtelarien werden hier auch notwendig sein. Aber wie ihr seht, der Rumpf ist zu. Kleine Fehler werden auch noch verziehen, da ich ja eine Zweitbeplankung drauf machen werde. Und ja, das war dann quasi die Ausgabe 24, 26 und 28, die dann das Schließen des Rumpfes beschrieben haben. Wie gesagt, das waren ja hier diese Kärtchen 23, 24, 25. Die können dann jetzt sozusagen ad acta gelegt werden. So, dann haben wir hier unsere kleinen Deckshäuser. Ich werde sie mal wieder an Position stellen, damit das nicht mehr so nach Karo einfach aussieht. Hier mein Schildchen, Kathi Sarg. Erwähnen möchte ich noch, dass hier anderthalb Pakete Leisten, sage ich jetzt mal, übrig geblieben sind. Das ist bei den meisten Bausätzen so, dass immer genügend Leisten mitgeliefert werden. Ja, das war's dann quasi mit dieser Videofolge. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich denke mal, da geht es dann weiter bei Ausgabe 25 und da geht es mit dem kleinen Deckshäuschen weiter. Hiermit bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kickt mal wieder in.